Da drüben ist noch eine Pflanze. Kann ich irgendwie rüber? Ja, genau. Ich kann hier rüber schwimmen, mal die komischen Banditen nicht oder was? Freunde? Ach, wird das schön. Ich stelle mir bloß die Frage, wenn ich Lösegeld gezahlt hätte, ob ich denn. Ob ich denn hier nicht angegriffen werden würde. Mein Hammer recht. Alter. Warte mal, da habe ich doch was. Lass mich doch mal. Boah, die Penner. Einen habe ich umgeworfen, jawohl. So, jetzt hier, komm. Tornado. Oh, das hat alle dahin. Oh, das wird hier, glaube ich, für 2000 Dukaten. Dukaten wäre ich hier, glaube ich, auf jeden Fall einfacher. Warum kann er denn im Wasser stehen? Ist der Jesus oder was? Hui. Naja, solange er mich da nicht nervt. Obwohl, nee, das nervt mich aber, dass er da steht. Okay, für Todzaubern habe ich leider auch kein Mana und da ich mir. Oh, noch einer. Da ich mir ja leider keine Armut leisten kann, nur so eine Art. Armut, mir fällt halt auf, dass es ja verdammt wenig Gegner gibt. Also so sozusagen null, die Fernkampfwaffen haben. Ich hoffe, das bleibt so. Ach, hat sich verbuggt. Naja. Den werde ich dann irgendwann bei Gelegenheit mal totzaubern müssen. Ich sehe schon, das wird kein Spaß machen, mal mit zu rennen. Oh, da hinten ist schon wieder ein Händler. So ein Zwielichtiger, dem er vielleicht Heiltränke verkaufen kann oder irgendwas anderes Lustiges. Schattengasse. Hm? Ja. Schild lesen. Abenteuerbedarf. Hallo. So treffen wir uns also wieder. Wie schön, dass du deine Begegnung mit der Assassinenfürstin heil überstanden hast. Hust, hust. Obwohl mit ihrem Ableben auch mein Handel mit dem Assassinenorden sein Ende gefunden hat. Weil der Orden selbst sein Ende gefunden hatte. Aber keine Sorge, ich bin nicht sauer auf dich. Du hast bestimmt getan, was du tun musstest. Ja, du Kopie des Antiquitätenhändlers. Zeig mir deine Waren. Oh. Oh. Erstmal hat er eine Schaufel. Schaufel finde ich klasse. So, was haben wir da? Einen dunklen Spieß. Na gut, der sieht nur so gut aus. Eine verfluchte Waffe mit 30 Schaden ist nicht besonders verflucht. Und ein dunkles Schwert. Warum haben die... Warum, was ist das Abenteuerbedarf ist ja lächerlich, was er hat. Mein Chanturi macht immer noch 60 Schaden und das Ding macht noch 45. Aber war das ein Bug, dass ich die Waffe so früh gefunden habe? Ja, muss die... Jo. Das heißt, wir können auf Schatzsuche gehen demnächst mal. Weil ich ja schon zwei Schatzkarten gefunden habe. So, ist das... Ach, hier ist die Werft. Weil hier ist ja der andere Punkt zum... Oh, warte. Hier ist ja was. Wo? Wo ist die Frage? Wenn ich hier die ganze Zeit im Schattenmodus durch die Gegend laufen würde, wäre ich auf jeden Fall schneller unterwegs. Na gut, dann, wie lange nehme ich überhaupt schon wieder auf? Eine Stunde wahrscheinlich so. Oder zwei. Ich gucke mir leider nie die Uhr an, bevor ich aufnehme. So, was gibt's denn hier? Auf jeden Fall eine Leiche, mit der ich nichts machen kann, weil ich die Fähigkeit mit Toten sprechen noch nicht habe. Aber immer eine einfache Truhe. Wo nicht so toll viel Geld drin ist, aber was soll's. Imperiale Münzen sind ja eigentlich mal das Sechsfache von dem, was draufsteht. So, zack. Diese Nexus-Portale. Das hätte man noch schneller machen können. Das ist ja nervig, dass es immer so dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell wird. So, da sind wir wieder. Ruckel. Oh, da hinten steht tatsächlich Stadtwache, dann will ich da hin. Das ist wahrscheinlich die Werft, von der vorhin mal gesprochen wurde. Ich wollte auf Schatzsuche gehen. Ich hab's nicht vergessen. Nein, 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 nein. Ich hab mich nicht in meinem üblichen, leicht abzulenkenden Stil habe ich mich nicht völlig wieder in einer anderen Sache zugewandt. Oh, warte mal, ich kann hier zaubern. Dann machen wir mal Rabe. Hm, wahrscheinlich ist die Brücke da gemeint. Oder der Schornsteinfeger. So, lass mich 100% nicht durch. Was willst du denn? Durch. Lasst mich durch. Ich möchte in die Werft. Auf keinen Fall. Du hast keine Erlaubnis. Verschwinde. Moment. Vielleicht kann sie uns bei unserem Problem helfen. Halt die Klappe, du Idiot! Weißt du, wer sie ist? Ich nicht. Ja, erzähl doch mal. Um was für ein Problem geht es? Sollen wir ihr vertrauen? Ich weiß nicht so recht.
Die könnte uns schon helfen, denke ich. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Nun, wir wurden vom inneren Bezirk hierher strafversetzt. Ihr wurdet strafversetzt? Wieso? Ach, zur Hölle, was soll's. Hör zu. Wir waren zu lange draußen, weil wir ein paar Geschäfte mit, sagen wir, besonderen Leuten gemacht haben. Als wir zurück in der Garnison des inneren Bezirks waren, haben wir das Zeug in zwei Truhen versteckt. Aber dann wurden wir hierher strafversetzt, weil wir zu spät gekommen waren. Und jetzt ist das Zeug in den Truhen im inneren Bezirk und wir in großer Gefahr. Also hier ist das Angebot. Wenn du uns das Zeug aus der Garnison holst, ohne dass dich der Hauptmann dabei sieht, dann lassen wir dich durch. Den Stoff. Das vor seinen Blüten, wa? Ich werde das Zeug unauffällig besorgen. Mann, verdammt. Wir haben zu breite Schultern. Meine Schultern sind nicht schmal genug. Nicht weiblich genug. Eindeutig. Das hätte ich jetzt schön unsichtbar durchlaufen können. So, bin ich jetzt schon... Hä? Ist ja noch so ein Typ. Die Plattform. Hallo, Wachmann. Vergiss es. Wir haben da oben irgendein Problem mit Ungeziefer. So lange steht die Plattform still. Rede mit denen, wenn du mir... Ach, das ist hier... Nee, oder? Das kann nicht ein Fahrstuhl sein. Von der die ganze Platte, nein, das ist... völlig unmöglich. Ach so, da oben ist die Platte, gut. Ich wollte gerade sagen, die fahren hier mit einer Steinplatte hoch, das wird doch zu viel. Ah, und die Framerate droppt hier gerade schon wieder so. Oh, ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Und das sieht da sehr nach einem Eingang zur Kanalisation aus, wo ich aber nicht durchkomme. Also doch, eher Müll entzogen. Gut, dann Schildesen. Hey, Seemann, hol dich und genieße den Freuden des lieblichen Notos. Hm, ob die auch was für Frauen haben? Er backt sich da immer noch ein und ich habe mittlerweile immer noch nicht genug Mana, um ihn eigentlich zu töten, weil mit Rabe, das wird nix. Achso, ich muss sogar Waffe ziehen. Ich kann ihn nicht mal anvisieren. Ja. Naja. Er wird auf ewig wahrscheinlich da rumstehen müssen, weil ich sehe da auch keine Möglichkeit, ihn irgendwie tot zu tun. So, mal kurz gucken. Ich habe doch hier Schatzkarten. Schatzkarten, meinte ich. Zeige das Versteck eines Schatzes in den afrikanischen Kavernen. Das waren auch afrikanische Kavernen. Und hier war nämlich... westliche Villa? Oh. Mir war mal so... Achso, hier habe ich noch eine. Ladies. Äußere Katakomben, genau. Schon besser, weil ich wollte mich gerade sagen, mir war doch so, als hätte ich eine Schatzkarte, die ich direkt jetzt machen könnte. Wo die komische Villa Wie ist, kann ich dir helfen? Reisen. Ich möchte reisen. Wo möchte... äußerer Bezirk, wie ist es wieder 20.000 Stunden später? Okay, doch. Also irgendwie scheint das unglaublich viel Zeit zu kosten, mit dieser Gondel durch die Gegend zu fahren. Weil es ist jetzt nicht viel später. Ja, okay, dann also nicht. Ah, wie praktisch, dass das direkt hier ist. Und zack, da können wir betreten. Jetzt mal gucken, ob ich die Stelle finde und dann rumspaten kann. Ich sehe Framerate halt auch viel besser. Also Indoor-Level, Innenlevel meinte ich natürlich. Ja. Indoor, dieses... dass ich immer so viel Englisch reden muss. Beziehungsweise Englisch in der deutschen Sprache. Und ich sollte nicht so viel Luft vom Mikrofon einsaugen. Das hört sich doof an, das weiß ich selber und ich mach's trotzdem. So, Karte. Karte, Karte, Karte. Da. Doppelklicken, das sollte ich vielleicht mit der Piole auch mal machen. Oha. Das wird mir nicht ganz so sicher auf der Karte angezeigt, oder? Hm. Könnte jetzt schon wieder meinen mentalen Fähigkeiten scheitern, aber das sieht wirklich genauso aus wie die Stelle, wo ich gerade draufgezeigt habe. Hier. Fuck, wie kommen wir da hin? Erstmal geradeaus, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie rumrennen. Ich meine, ich kann ja kaum auf dem Felsen graben, also trümmern. Ich muss den Ritz wieder hier so halten. Weil. Hier und. Ach so, da liegt der Schatz. Oh, muss ich rumrennen. Oh, doof. Richtig doof. Ja. Mir ist immer noch so, als hätte ich vorhin ein Thema angefangen, was ich unterbrochen habe, wovon ich nie wieder weitergeredet habe. Ich glaube, es war der Punkt mit den... Ach genau, ich habe es wirklich nicht zu Ende gebracht.
Ich habe ja darüber moniert, dass ich hier mal weibliche Charaktere spiele und mich dann beschwere, dass die fiesen Spieldesigner den weiblichen Charakteren immer Klamotten geben, die viel anzüglicher aussehen als die männlichen Pedanten. Und vor allen Dingen unpraktisch. Gegen das Anzüglich ist ja nicht mal was zu sagen. Ja, definitiv nicht anzüglich. Sagen wir es mal freizügig, ist glaube ich das richtige Wort. Wohingegen, vor allen Dingen in Skyrim ist es ja echt unlogisch. Hier muss ich die Rüstung ja immer umarbeiten lassen auf weiblich, damit die auch so an der Hüfte so ein bisschen nochmal eingedrückt wird und so weiter und so fort. Hier lang. Aber in Skyrim habe ich ja ein und dieselbe Klamotte und die wird dann plötzlich anders. Das ist ja richtig unlogisch. Oh, warte mal, ich habe doch, das ist ja die perfekte Gelegenheit für meine Laterne. So, war es hier? Nee, in den Raum hier. So, hier ist es, glaube ich, oder? Kommt hin, ne? Steht direkt drauf. Dann mal gucken, wie ich die Schaufel einsetze. Und vorher möchte ich auch noch was anderes ausprobieren. Wenn ich doppelklicke, ist es kurz 31. Grabblüten. 2. Einfach Drag and Drop geht auch. Drag and Drop geht auch nicht. Und einfach so, das funktioniert ebenso nicht. Verdammte Hacke. Ich bin echt zu doof. Oh. Oh. Oh, ich esse hier Obst und habe aber noch 24 Heiltränke dabei. Na gut, eigentlich wollte ich auch den Spaten benutzen. Da. Oh, das geht ja einfacher als gedacht. Nichts gefunden? Boah, wie genau muss man denn laufen? Oder bin ich völlig falsch? Aber ich bin noch eigentlich. Also richtiger, viel richtiger kann der Raum gar nicht sein. Hm. Jetzt muss man da richtig genau stehen. Das ist natürlich richtig ärgerlich, wenn man da. Ich meine, das Kreuz hat ja eine gewisse Größe. Ein Stück hat er darum so eine Einbuchtung hier nicht. Aber eigentlich stehe ich direkt drauf. Na, versuchen wir es nochmal. Also ich mache das jetzt maximal 4-5 Mal, danach habe ich keinen Bock mehr und gucke mir die Kommentare an, wo ich geflamed werde, wie schlecht ich doch bin im Buddeln. Hm, jetzt habe ich die Laterne an. Schatz gefunden! Yay! Hurray, 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 ein Schatz! Nun ja, wird jetzt damit gleich die Schatzkarte ungültig? Nö. Hm. Naja. Was ist denn hier? Kaverne in Afrika? Westliche Villa. Ja, das sieht aus, als wäre das hinterher ziemlich spät im Spiel. So, dann können wir jetzt hier wieder gehen. Ich kann noch ein bisschen meine Fackel. Ne, Quatsch. Sieht wissen, was es hätte, wird so Blumen vor sich her schwenken. Sieht sehr seltsam aus, wenn sie ihre Fackel schwenkt bisher. Nun ja. Ja. Abschlussplädoyer zu den männlich-weiblich Charakteren und den Klamotten. Ich könnte ja alternativ auch. Oh, mit einer Fackel sehen die Texturen ansatzweise richtig aus. Ist also doch ein Beleuchtungsfehler. Aha. Ich könnte ja auch männliche Charaktere spielen, aber dann habe ich gerade in so Sword Person habe ich ja wenig auf dem Arsch zu glotzen. Wohin soll ich denn sonst bei längeren. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine coole Fackel, aber nein, habe ich gar nicht. Ja, gerade bei so längeren Touren, wo soll ich denn sonst hingucken? Ich meine, wo soll ich denn meinen Blick wenden? Wenn ich in den Horizont? Das wäre ja Quatsch. Na gut, Früher war das egal. Ach, keine Ahnung. Vielleicht höre ich auch einfach nur Frauen gerne stöhnen, wenn sie zuschlagen. Hm. Ich könnte ja Fallout mit einem männlichen Charakter spielen, aber gerade da nicht. Bei Fallout ist es ja ein sehr großer Unterschied und ich meine, man spielt ja so ein Rollenspiel auch schon deswegen, weil man ja, um eine Rolle zu spielen und ich versuche immer den größten Gegensatz für meinen normalen Ich und ich bin nur irgendwie, männlich. Und vor allen Dingen eigentlich herzensgut und deswegen spiele ich ja böse jetzt, ausnahmsweise mal. Es geht mir auch mal zuwider. Vor allen Dingen in manchen Spielen bringt es auch nicht, zum Beispiel in Black and White war es total hohl, sein eigenes Vieh gut böse zu erziehen, weil dann hat es nämlich alles kaputt gemacht und man musste nur hinterher aufräumen. Da war es ein gutes Vieh viel besser, es hatte Nahrung gezaubert und welchen anderen Mist. War viel besser. Und der Brackläufer ist wieder da. Aber eigentlich müsste er mittlerweile down gehen. Schade, ich die Amazonen-Rüstung gerade nicht anhaben.
Die hätte ich denn gerne mal getestet, ob die denn wirklich Schutz bietet vor so einem Brackläufer. Der müsste ja theoretisch einen Schaden machen. Okay, jetzt muss ich saugen. Ach so, weil ich für einen Hammer habe ich ja keine extra. Nee, hier ging's raus, ne? Ich will eigentlich nicht. Ah, ich dachte schon, meine Superlaterne leuchtet mir wieder. Die funzelt. Die funzelt.